Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary. Und heute habe ich mir gedacht, ich picke einmal also ein Real-Life-Thema heraus, denn ich war heute mit dem Zug unterwegs, ja, sehr altmodisch, schon fast nicht mehr bekannt, fährt auch so Schienen und da ist etwas passiert, was ich gedacht habe, das könnte ich jetzt mal zu einem Videothema machen, damit ihr auch mal was Real-Life-mäßiges so hier aus meiner Hood und so von mir hört. Und dann könnten wir uns ja darüber austauschen. Ich weiß ja nicht, ob ihr auch ab und zu mal mit dem Zug irgendwo hinfahrt. Allerdings kann ich ja jedem mittlerweile nur noch von abraten, denn Zugfahren ist manchmal oder sehr oft sogar eine Qual. Entweder hat man irgendwelche, und ich will in diesem Video keine Ausländer beleidigen, aber ich benutze jetzt einfach mal das Wort Arslacks, die neben einem sitzen und voll Muckel aufdrehen und dann zu zweit in dem Vierer-Ding drin und dann so schräg und die Füße auf den anderen Sitz und dann wird ja schön Mucke gehört und so, geht mir wahnsinnig auf den Sack. Aber heute ist fast noch was Schlimmeres passiert. Nee, es ist was Schlimmeres passiert, und zwar bin ich ungefähr 30 Minuten Zug gefahren und in den ersten 10 Minuten musste ich stehen. Mit einer schweren Tasche. Gut, die konnte ich auf den Boden stellen. Und dann bin ich da wirklich 10 Minuten gestanden. Da kam irgendwann mal so ein Bahnhof, der ist ein bisschen kleiner, aber da steigen trotzdem immer viele Leute aus. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt hingehen wollen. Auf jeden Fall viele Leute raus. Ich suche mir ein schönes Abteil, setze mich da rein. Und dann, es war ein Viererabteil, alle 4 Personen sind ausgestiegen. Ich steige da hin, setze mich da rein, habe kein Problem, wenn mich sich jemand daneben setzt. Aber wieso muss es so heiß sein? Da kommen nämlich 3 Arslacks, die alle so zwischen 25 und 35 waren, und einer von denen, der war mindestens 60, voll geschwitzt und triefend voll Schweiß, und setzen sich um mich rum. Ich am Fenster, einer rechts neben mir und dann die 2 gegenüber. Ich hätte kotzen können. Ich war eingeklemmt zwischen 3 schwitzenden Arslacks, die auf Türkisch irgendeine Sabrali-Scheiße von sich gegeben haben. Als wäre ich an dem Tag eh nicht schon stresst genug. Nein, es müssen 3 Typen voll verschwitzt neben mich sitzen. Die haben so gemieft, wirklich, das war so widerlich. Und irgendwann sind die dann ausgestiegen und ich habe mir gedacht, Gott sei Dank sind die endlich mal weg. Und die letzten 5 Minuten der Zugfahrt konnte ich dann friedlich genießen, aber 14 Minuten musste ich von diesen Pennern vollgestinkt werden. Das war nicht schön. So. Es passieren aber ja immer wieder irgendwelche Sachen. Es gibt da ja so eine Handvoll Sachen, die immer wieder passieren. Da wäre zum Beispiel die Handy-Musik-Scheißmaschine, die neben einem mit irgendwelcher Arschlack-Musik um sich wirft. Die schwitzenden, stinkenden Vollidioten, die sich unbedingt neben einem setzen müssen, genau neben dich und nicht neben irgendjemanden anderen. Und dann gibt es Nummer 3, das sind die Handy-Glotzer. Du sitzt da mit deinem Smartphone, du hast ein iPhone, das hat einen größeren Bildschirm, dann sitzt du da, hörst Musik, guckst einen Film und bei allem müssen sie dir nebendrauf glotzen. Die glotzen dir auf den Bildschirm und ich könnte ihnen ins Gesicht kotzen. Es ist nervig, weil ich gucke da einen Film, ich möchte meine Pornos vielleicht im Zug gucken, vielleicht ungestört, ein bisschen im Viererabteil wichsen, so dass es keiner von den anderen mitbekommt, aber ich möchte meine Filme alleine gucken. Und dann gafft mir da einer hin, so neben ins Handy rein, beugt sich immer weiter nach links oder nach rechts, je nachdem wo er sitzt, bis er mit dem Kopf auf meiner Schulter liegt und mir ins Dekolleté sabbert, nur weil er auf mein Handy glotzt. Es ist nervig, es ist einer von 3 nervigen Punkten. Ich weiß nicht, ob euch noch mehr welche einfallen, aber diese 3 sind in Zügen und allen öffentlichen Verkehrsmitteln die schlimmsten von allen. Und man kann vor allem nicht mal irgendwas dagegen tun. Die wollen sich nicht wegsetzen. Wenn man sich selbst wegsetzt, muss man erstmal einen Platz finden. Dann ist es auch noch unhöflich. Gut, darauf scheiß ich. Aber wenn man sich dann wegsetzt, dann ist es, ne, dann denken die, aber die müssen doch merken, dass sie miefen. Dann können sie doch stehen bleiben oder so. Es ist kotzwiderlich, wenn einer vollgeschwitzt neben dir sitzt, 10 Zentimeter neben dir, der hockt dir fast auf dem Schoß und massiert dir mit seinen schwitzenden Arschbacken die Eier. Und die graffen nicht, dass man das nicht möchte, dass man nicht angebaggert werden will. Nein, die setzen sich neben dich und triefen dich voll, bis deine Kleider selbst voll geschwitzt sind. Ja, weil sie so viel Körperwärme abstrahlen oder
weil ihr Schweiß drauf spritzt. Ich will es gar nicht wissen. Es ist auf jeden Fall widerlich, es kotzt mich an und darauf könnte ich auf jeden Fall verzichten. Die Handygucker sind mir von allen noch am liebsten. Die könnte man, da kann man sich einfach ein bisschen wegdrehen, aber die Stinker und die Musikhörer, die sind nicht wegzukriegen. Und das Wichtigste, bei diesen Musikhörer-Arslachs-Wichsern, die keine Kopfhörer sich leisten können oder so. Du kannst mit ihnen nicht vernünftig reden. Entweder ignorieren sie dich oder sie mucken auf, wer hat das? Hast du Problem oder was? Willst du Stress? Halt Hitler, kann das sein? Genau so ein Idiot. Diese Deppen, die sind dann so meistens so unterbelichtet, weil es sind ja auch Asoziale. Man sitzt nicht im Zug und belästigt andere Leute mit ihrer mit seiner Scheißmusik. Ich meine, was hören die denn? Die hören nicht mal unbedingt Haftbefehl, aber irgend so eine Techno-Scheiße. So bum, bum, bum. Da würde ich ihnen am liebsten in den Schoß kotzen. Wirklich, dieses Bum, 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 ich kotze ihn das nächste Mal auf den Schoß. Oder egal, ob es jetzt Arslak-Hip-Hop ist, oder ob es Techno ist, oder ob es irgendeine schwule R&B-Scheiße ist, wo sie sich dann gegenseitig Rosette fingern oder so, es ist mir total egal. Es ist asozial und man hört im Zug oder Bus oder Straßenbahn, whatever, hört man keine Musik. Wenn man alleine im Abteil ist oder wenn man ein ganzes Straßenbahn-Ding für sich alleine hat, dann kann man das von mir aus machen. Aber wenn man andere damit belästigt, dann ist es absolut nervig und das könnte man sich ruhig abgewöhnen. Weil mich nervt es und ich denke 99% von euch auch. Den 1% da, die nicken dann mit und finden es voll geil und machen selber dasselbe Lied noch an und dann versuchen sie es immer synchron zu stellen. Es ist mir auf jeden Fall scheißegal. Aber ich habe keinen Bock auf solche Lappen, die mich mit Musik zulärmen, die mich voll schwitzen oder die mir auf mein Handy gaffen. Brauche ich nicht. Oder wenn sie dann... Da könnte ich durchdrehen. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, ob euch schon mal sowas Ähnliches passiert ist. Ob ihr schon mal eine schweißtriefende Missgeburt neben euch sitzen hattet oder, keine Ahnung, ein paar Arschlachs, die Musik gehört haben. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahrt. Aber ich denke, jeder wird verstehen, dass es die Qual ist und dass man das nicht unbedingt nochmal haben möchte. Denn vollgeschwitzt wurde ich nur einmal aufs Handy geklotzt, wurde mir bestimmt 3-mal. Und diese scheiß Musik, Arschlack-Scheiße, die habe ich bestimmt schon 30 Mal erlebt. Es sind vor allem immer diese Plastikjacken tragenden Kanacken. Diese Plastikjacken, wirklich, da könnten sie sich auch einen Müllsack überstülpen. Immer diese schimmernden, schwarzen Plastikjacken, wo irgendwo gefälscht Adidas draufsteht. Die sind so peinlich. Ich finde die so peinlich. Genau wie diese Arschlackpenner, die mit Trainingshosen rumlaufen. Ich meine, diese Stoffhosen. Wie erbärmlich ist das eigentlich? Mit Stoffhose und so einer Gummijacke irgendwie. Da ziehen sie sich doch ganz gleich ein Ganzkörperkondom und eine Wollsocke über. Es kommt aufs Gleiche raus. Wirklich bescheuert. Ich will ja echt hier niemanden von euch angreifen. Wahrscheinlich haben auch 30, 40 von euch so eine Plastikjacke und eine Jogginghose, mit der ihr durch die Stadt lauft zu Hause. Aber damit könnt ihr mir fernbleiben, wenn ich mal auf der Gamescom bin und ihr mir unterkommt und ich einen von euch sehe mit einer Plastikjacke oder einer scheiß Jogginghose, so einem Stoffding, dann hau ich euch das Mic ins Maul. Das habe ich nämlich dabei, wenn ich mal filmen sollte. Das schwöre ich euch, kommt mir nicht so an. Als ich da mal einen Chris und PATA und einen Basti getroffen habe, da ging mir das genau gleich. Da gab es nämlich auch einen Haufen Kanacken, die mit solchen Kleidern rumgelaufen sind. Und es war bescheuert, weil sie auch kein Wort rausgebracht haben. Irgendwie, entweder haben sie kein Selbstbewusstsein und lassen keinen Satz raus, machen aber trotzdem äußerlich auf coolen Gangster. Oder sie prallen, was das Zeug hält und halten einfach nie die Fresse. Es ist beides nervig und beides ist anscheinend nicht wegzukriegen, weil es kommt ja immer wieder und es werden immer mehr die Arschlack-Armee mit Plastikjacken und Jogginghosen und lauter Handymusik im Tram und ihren Eltern, die schwitzen, die werden ja immer größer, es werden ja immer mehr. Und ich möchte hier nicht gegen Einwanderer nörgeln oder gegen die Vermehrung von irgendwelchen Türken oder so, das geht mir völlig am Arsch vorbei. Ich habe da meine Prinzipien und
Es ist mir egal. Allerdings, das brauche ich nicht. Und die vermehren sich wie die Fliegen und es werden immer, immer mehr. Es werden immer mehr Plastikjacken in Deutschland. Und mir geht's irgendwie auf den Sack. Vielleicht tragen einige von euch selber Plastikjacken oder sowas. Ihr könnt es ja mal in die Beschreibung schreiben, damit ich euch alle blocken kann. Aber mich nervt es und ich denke, viele von euch auch. Deshalb beantwortet mir mal die Frage, was nervt euch, wenn ihr im Zug oder der Straßenbahn, das heißt bei uns in der Schweiz Tram, falls ich das mal gesagt haben sollte, oder Bus sitzt und naja, was nervt euch da? Habt ihr eins von diesen drei Sachen, die ich schon mal besprochen habe, schon mal erlebt oder gab es da schon mal andere Erlebnisse, sogar noch schlimmere? Erzählt es mir auf jeden Fall mal in der Beschreibung, denn ich will es zwar nicht gerne erleben, aber ich könnte mich super drüber auskotzen, denn solche Sachen, die braucht man nicht. Das dazu. Zu dem Gameplay möchte ich sagen, das kommt von einem sehr netten Spieler, der heißt The Intensu und der ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, er hat momentan noch nicht so viele Videos, aber er macht, ich denke, er ist ein guter Spieler und wir haben auch hier eine sehr, sehr schöne Runde gesponsert bekommen und deshalb bin ich froh, dass ich ihn unter meinen Gameplay-Zusendern zählen darf und Dankeschön an dich und schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Er ist in der Beschreibung verlinkt. Und naja, vielleicht lasst ihr ein Abo da, vielleicht schaut ihr mal ein Video an. Er ist ein guter Spieler und ich bin sehr froh, dass ich die Videos verwenden kann. So, das war's mal wieder von mir. Ich möchte an dieser Stelle noch anmerken, dass das ganze Gameplay-Commentary sehr, sehr, sehr spontan ist. Die Idee kam vor 2 Minuten. Und naja, jetzt sind wir hier, oder 2 Minuten bevor ich angefangen habe. Und es ist natürlich nicht vorgeschrieben, es ist alles mal frei von der Seele. Denn ich denke mal, viele von euch sind nur diese textgeschriebenen Commentaries von mir gewohnt und wissen gar nicht, wie ich so live eigentlich bin. So live und unverdorben, das ist auch die erste Aufnahme. Ich mache hier keinen Cut und nix. Ich ziehe das einfach durch und das mal dafür, damit ihr da auf den Geschmack gekommen seid. Ja, ich musste in diesem Gameplay auch viele Chopper-Gunner und Gunships rausschneiden, weil es sonst zu lange für ein Commentary gewesen wäre und es wäre zu lang für YouTube gewesen, denn ich habe ja einen tollen Strike, danke EA, der es verhindert, dass ich mehr als 15 Minuten hochlade, deshalb Verzeihung dafür. Damit verabschiede ich mich, ihr kommt zum Ende, es tut mir leid, dass momentan nicht so viel kommt, ich bin ein wenig im Stress, aber ich versuche es wieder. Wie gesagt, macht's gut, haut da rein, bei Intensu vorbeischauen, tschüss, meine Freunde.